Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft zusammen mit Lennart. Ja. So, ich bin noch so ein bisschen am Abendviertel bauen. Sehr gut, sehr gut. Und wir hatten gerade eben über der letzten Folge über Superkräfte geredet. Und waren in dem Zusammenhang kurz auf Ant-Man gekommen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon wieder abgeschlossen, das Thema. Richtig. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass die meisten Superkräfte eh nicht so viel Sinn machen, beziehungsweise aber trotzdem logisch erklärt werden von den Produzenten. Aber bei den meisten Superkräften ist immer eine Frage, die Superkräfte entweder unlogisch macht oder wo man nicht weiß, wie das funktioniert. Ah, du kennst ja Jumper, ne? Ist ja richtig geiler Film. The Jumper ist echt geiler Film und auch echt eine coole Kraft. Was? Eine coole Kraft? Ja, eine coole quasi. Achso, ja, klar. Da frage ich mich, wenn ich den Film zum Beispiel sehe, würde das auch so krass verfolgt werden? Also wenn man Superkraft hätte und viele Leute das wüssten, wird man dann eher gehasst oder eher geliebt? Ich glaube, das hängt auch mal wieder davon ab, was man macht. Ich glaube, Superman zum Beispiel würde auch gehasst werden, absolut gehasst werden, wenn er irgendwie Scheiße macht. Wenn er irgendwie Gebäude abfackelt oder so, dann würde er ja auch nicht gemocht werden. Und als Jumper ist es genauso. Wenn du wie im Film jetzt Banken ausraubst und so weiter. Ich glaube, du würdest nicht gemocht werden. Wenn du aber damit, keine Ahnung, so Verbrecherbanden irgendwie, wie halt am Ende dargestellt, halt nimmst, irgendwo hin teleportierst oder wieder weg teleportierst, sodass die irgendwie runterfallen oder so, wie am Ende den Typen erledigt hat, ist das halt cool. Weißt du? Da wirst du halt gemocht werden. Also ich denke, bei jeder Kraft ist es immer davon abhängig, was du damit machst. Würde ich sagen. Hm. Wie siehst du das denn? Ja, da hast du recht, so bei der breiten Masse. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass trotzdem irgendwelche Regierungen oder so versuchen würden, einen zu fangen, um an einem Experiment oder so zu machen. Oh, das ist auch gut möglich. Das ist auch sehr realistisch, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt da ziemlich viele, die Interesse an sowas hätten. Von daher, da hast du auch gut recht. Deswegen ist halt die Frage, wenn man Superkräfte hat, also es ist quasi öffentlich einsetzen oder für sich bald nur so ein bisschen im Alltag einsetzen, weißt du? Unauffällig und so. Ist halt immer die Frage. Ich fände das cool, wenn man halt eine Kraft hat und die dafür einfach einsetzt, richtig viel Geld zu machen. Nicht auf illegalen Wege, sondern einfach, weil man, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel sehr schnell ist, kann man ganz viele Aufgaben erledigen oder so. Mhm. Dass man richtig schnell viel Geld verdient und dann die Leute so alle beeindruckt sind, warum man so viel Geld hat, zum Beispiel. Das wäre cool, das stimmt. Aber einfach, wenn man 18 ist, mit so einem Sportwagen zur Schule fahren, das wäre richtig lustig. Ja, das wäre schön, ja. Wobei, ganz im Ernst, Reichtum ist, jeder findet Reichtum gut. Da kann mir keiner was erzählen, der so sagen würde, ich will kein Geld haben und so. Also Geld ist immer gut. Und deswegen, nicht egal wie man an Geld kommt, sondern einfach nur, dass man an Geld kommt. Das ist immer etwas, wo jeder so sagen kann. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn man dann sich nicht mehr sicher ist, ob man richtige Freunde hat, ist das richtig kacke. Ja, das glaube ich auch. Deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn ich so richtig viel Geld hätte, würde ich wahrscheinlich die Freunde, die ich habe, würde ich halt versuchen zu behalten. Also wenn ich weiß, das sind wirklich meine Freunde und so, würde ich quasi versuchen, die zu behalten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, als Beispiel, ich würde jetzt bei keiner, bei Wer wird Millionär gewinnen oder so. Ja, das ist ja nicht richtig reich. Sein. Oder, ich sag mal, bei Wer wird Millionär mit 10 Millionen. Oder nein, genau, Lotto gewinnen. Lotto gewinnen, das ist gut. Ja, 100. Das ist gut. Ja, quasi, ich würde jetzt keine 100 Millionen Euro gewinnen bei Lotto. Ich glaube, da würde ich erstmal das nur denjenigen erzählen, von denen ich weiß, dass die auf jeden Fall meine Freunde sind, der ich auf die auf jeden Fall vertrauen kann und so weiter. Und dann würde ich denen wahrscheinlich auch, keine Ahnung, ich habe eh zu viel. Bei 100 Millionen oder so, das wirst du nicht ausgeben. Von daher würde ich denen dann auch Sachen kaufen und sowas. Da hätte ich ja kein Problem. Wenn ich weiß, dass es wirklich meine Freunde sind, würde ich das machen. Aber ich würde niemandem, den ich nicht kenne,
das erzählen. Und deswegen würde ich eher von außen so tun, als würde ich bescheiden leben und so weiter. Keine Ahnung, keiner sieht von außen, was ich auf meiner Steam-Bibliothek zum Beispiel habe. Aber man sieht, wenn, ja, ich Luxus, genau, wenn man in einem Luxusvilla wohnt. Weißt du, ist ein Unterschied. Das sieht man von außen nicht mit der Steam-Bibliothek. Bei der Luxusvilla weiß jeder, du bist reich. Weißt du, so in der Art. Ja. Es kann auch keiner von außen bewerten, ob es jetzt ein richtig krasser PC ist oder so, der 15.000 Euro kostet hat. Oder ob es einfach ein PC ist, der 1.000 Euro kostet. Kann keiner bewerten. Von daher würde ich von außen so tun, als wäre ich normal oder vielleicht auch ein bisschen überdurchschnittlich. Aber ich würde nicht so tun, als wäre ich ultra reich. Zumindest in der Theorie. Ob das wirklich so wäre, weiß keiner. Man kann sich durch Geld schnell verändern. Noch, ja, Eisentüren. Nice. Einer von den neuen Lehrern oder Referendaren, ich glaube Referendar war, das war ja in der Star Wars Premiere ein neues Nummer. Ja, der war, der, den hatten wir heute in Deutsch. Das ist, der, das ist, ja, wollte ich gerade fast den Namen sagen. Der ist voll cool, der Typ. Den hatten wir heute in Deutsch auch die ganze Zeit. Und, Nee, das war gestern, glaube ich, in Deutsch. Wie war da eine Star Wars Premiere? Das war mega cool. Also, dass der da drin war, das ist mega cool. Der ist ja wirklich am Donnerstag direkt da reingegangen. Am Donnerstag um 0.01 Uhr. Das ist voll cool. Nicht Donnerstag. Nicht Donnerstag? Ja. Donnerstag 0.01 Uhr. Donnerstag 0.01 Uhr, klar. Ja. Eigentlich, ja, Mittwoch, Mittag. Ja, ja. Kurz nach genau, genau. So. Da drin, meine Freunde, ist die Schatzkammer wahrscheinlich vom... Was heißt Schatzkammer? Vom Armviertel gibt es jetzt nicht wirklich eine Schatzkammer. Aber da würde ich sagen, ist so... Ein Goldblock. Und Spinnenweben. Ah, wir brauchen mal langsam Spinnenweben irgendwie. Oder... Boah, ich habe eigentlich mega die geile Idee. Wir hatten ja gesagt, das Armviertel, also du regierst ja mit deinem krassen Turm über das Armviertel, ne? Hatten wir doch gesagt, ne? Das war dann gesagt, da ist die die hochgesicherte Schatzkammer, wo du deine Sachen, immer die Steuern eintreibst und so weiter und da immer wieder vorbeikommst und Sachen holst. Mach ich dir doch ein paar mehr Goldblöcke, glaube ich, rein. Zeig mal, wo bist du eigentlich? Komm mal ins Armviertel. Ja, bin ich. Ich? Wo? Ich bin an diesem Brunnen. Ah, da, seh dich. War gerade auf dem Weg wieder zum Lager. Hier. So, ich habe jetzt hier erstmal überall Türen reingemacht und den Boden überall zu Dings gemacht. Fackeln reingesetzt. Oh, da fehlt ein Block. Ach, das ist ja schon ein größeres Haus gewesen. Hier war doch auch mal ein Geheimgang oder so. Irgendwo bei irgendeinem Haus war ein Geheimgang, habe ich eben aus Versehen zugebaut. Passt so? Ja, passt so. Und jetzt habe ich gerade eben hier oben noch ein Haus gebaut. Hier. Und das hier wäre dann wahrscheinlich die Schatzkammer, dass man hier so reingehen kann, theoretisch. Und... Hier drin ist ja quasi das Rathaus und von da aus kann man auch da rein. Echt, hier das Rathaus? Ja, hier soll zumindest so Stadthalle oder sowas hin. Dass man dann hier aus auch in die Schatzkammer rein kann, weißt du? Hier wird ein richtig fettes Gebäude hinkommen. Kann man machen, ja. Oh, Alter, wie fett das einfach von hier aussieht mit dem Turm. Ja, ich freue mich schon, wenn ich diese Nebentürme auch noch gebaut habe. Allein guck mal, wie groß werden die Nebentürme? Die Nebentürme werden nochmal ein bisschen... Also sie werden von der Dicke etwas dünner... Vielleicht so dick wie der neben, also wie der ursprüngliche Turm und dann etwas höher halt als der. Junge, wenn man sich mal überlegt, ne, wie krass riesig der Turm ist, im Gegensatz zu dem kleinen links daneben, weißt du? Der war damals so unglaublich. Hinter dir ist ein Creeper! Fuck! Da ist ein Feld kaputt. Verdammt! Ah, schade. Aber es ist so unglaublich groß, ne? Dieser Turm ist riesig. So. Apropos Minecraft, ne? In Minecraft gibt's ja Zombies. Was würdest du machen? Krass Überleitung. Wenn's in echt eine Zombie-Apokalypse gäbe. Boah, das ist eine Frage, die finde ich richtig schwierig. Oder kann ich jetzt auch nicht sagen, es hängt von irgendwas ab, weil es hängt quasi von nichts ab. Wie ich mich da verhalten würde. Aber ich würde gerne sagen, es hängt von irgendwas ab und abhängen, damit ich meine Antwort irgendwie rauszögern kann. Aber ich weiß es nicht. Zombie-Apokalypse.
muss man ja im Generellen körperlich fit sein. So. Nicht unbedingt. Nein, es reicht, wenn man schlau ist eigentlich. Weil es kommt ja darauf an, ob das, also wie die Zombies sich jetzt, sag ich mal, verhalten. Also man kann sich ja auch eigentlich verstecken und so sneaky und so, weißt du? I Am Legend mäßig wäre das eigentlich cool. Ja, dass sie so nur bei Dunkelheit, sag ich jetzt mal, aktiver werden. Das wäre eigentlich cool, aber trotzdem, boah, weiß ich nicht. Wie würd ich mich da verhalten? Ich frag mich, wie würdest du dich verhalten? Oh, ich würde... Man braucht eigentlich... Da zwei bis drei Dinge sind wichtig. Einmal sicherer Unterschlupf, Nahrungsversorgung und am besten im Optimalfall vielleicht noch eine Waffe oder irgendwas zur Verteidigung. Das ist völlig korrekt, ja. Sehe ich auch so. Die Frage ist, wo ist man am sichersten? In der Stadt ist zwar viel Nahrung und alles, aber da sind wahrscheinlich auch viele Zombies. Das ist mega unsicher, da sind richtig viele Zombies dann. Aber auf dem Land ist man so abgeschnitten und hat vielleicht auch nicht die Möglichkeit, auf Hilfe von anderen überleben. Oder irgendwie da wegzukommen vor allem. Ja, oder da wieder wegzukommen. Weißt du, wenn irgendwie die Zombies sich dann quasi finden, du bist auf dem Land am Arsch. Du kommst nicht weg. In der Stadt kann man sich übergut verstecken. Eben, in den ganzen Häusern. Stadt kann man sich richtig gut verstecken. Auf dem Land bist du am Arsch. Das ist halt echt die Frage, wo wäre geeigneter? Und die Frage ist halt auch echt, ob man alleine ist quasi, wenn die Zombies... Oder mit Leuten. Oder mit Leuten. Weil wenn man, keine Ahnung, mit einer Gruppe von 10 Leuten, sag ich mal, überlebt und sich irgendwo retten kann, da ist das hat man eine übergute Chance. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn du alleine vor der ganzen Zombie-Apokalypse quasi stehst. Wobei man den Leuten dann halt auch extrem vertrauen muss, ne? Dass die einen nicht beklauen oder einen selbst infiziert sind auf einmal und das einem nicht sagen. Wobei das ist die quasi Frage, wie man merkt, ob die Leute infiziert sind, weil das ist, glaube ich, auch eine Frage. Weil oder wie sich das auch verbreitet. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn man, egal mit, ich glaube quasi egal mit wem aus der Schule zum Beispiel, selbst mit den ganzen Assis und so, ich glaube, die würden so da bei allen, aber bei fast allen, da würde nichts, die würden einen nicht irgendwie beklauen und so, das glaube ich nicht. Also ich glaube, bei fast allen kann man sicher sein, dass die nicht sowas Assiges machen. Da muss man, bei Zombie-Apokalypse wäre echt, zusammenhalten ist da richtig wichtig. Also, ich glaube, da kann man den meisten eigentlich vertrauen. Vielleicht ist es auch gut, glaube, aber ich weiß halt nicht, wie würde ich mich in der Zombie-Apokalypse verhalten? Würde ich so... Ich würde, wenn du klaust, ne, dir muss klar sein, wenn du jemanden beklaust, du bist am Arsch. Wenn er das herausfindet, du bist weg und dann bist du von der Gruppe, dann bist du alleine ohne die Gruppe, dann bist du am Arsch. Deswegen, ich glaube, wenn du beklaust, dann bist du einfach nur dumm, weil du, danach bist du quasi tot. Die Gruppe kann dich nicht mehr beschützen, also wird sich nicht mehr beschützen. Nicht, weil sie dich kann, sondern weil sie nicht mehr will. Und dann, Creeper. Und dann hast du echt ein Problem. Allein der Zombie-Apokalypse. Dann, würde ich sagen, tschüss. Die Frage ist halt ganz im Ernst, wie würde man, wenn man alleine in der Zombie-Apokalypse ist, hätte man überhaupt eine Chance? Ich glaube, ich würde so ein paar Monate vielleicht überleben und relativ... Also es kommt drauf an, wie viele Leute infiziert werden. Wenn richtig viele infiziert, würde ich der Einzige vielleicht im ganzen Umkreis wäre, in ganz Deutschland oder so, der noch so nicht infiziert wäre. Ich würde mir einfach mich mit Drogen suchen, mich damit vollhauen und dann noch so richtig viel Scheiße machen. Das ist halt echt, keine Ahnung, mit Zombie draufficken oder so. Das ist halt echt so eine Situation, du weißt, du wirst sterben, du kannst es nicht aufhalten, du kannst nur etwas hinauszögern. Genau. Und gleichzeitig kannst du noch, obwohl du weißt, du sterben wirst, nicht jeden Scheiß machen, den du willst, weil du sonst noch früher stirbst. Also quasi, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit draußen rumrennen, weil dann töten dich die Zombies. Bist du noch früher tot. Deswegen, also Zombie-Apokalypse ist echt eine Situation, das wäre echt richtig schlimm. Weil du wüsstest nicht, ich glaube, ich wäre richtig verzweifelt. Man hat ja nicht mal die Ruhe, dass man weiß, dass man sicher schlafen kann. Eben. Oder so. Du kannst nicht sicher. Ich glaube, das ist eigentlich eine der schlimmsten Sachen. Du musst
wenn man in einer Gruppe ist, man muss immer Wache halten. Und selbst dann kann man noch theoretisch Angst davor haben, dass zum Beispiel Situation, was ist denn hier passiert? Situation, die Gruppe hat relativ wenig, oh, das, die Situation erkläre ich in der nächsten Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Tschüss.